Werner. Ich mag Werner eigentlich gar nicht so gerne. Also, Leute, die es mögen, okay, aber ich finde das unsinnig. So, jetzt muss ich mal nach Lava suchen, aber ich weiß auch, wo Lava ist. Wie andere Trickfilme. Nein! Boah, fuck die Wand da an, Alter! Das gibt's nicht, ey. Wie kann man nur so doof sein? Hä? Was ist? Boah, ich muss jetzt... Ach du Scheiße, komm ich nicht mehr raus, oder was? Meine Güte, ey. Oh. Boah. Ich geh gleich kotzen, ey. Ich kann mir wieder erstmal was zu essen holen. Weil meine Herzen, ich hab doch noch eine. Oh! Du bist tot? Ja, scheiße. Wie hast du das denn gemacht, ey? Ich bin in die Höhle gefallen, hatte ich wenig Leben. Und dann war da noch ein Zombie. Okay. Fuck. Alle deine Punkte weg, ne? Und auch noch Verzauberte. Ja. Wie ist es automatisch am Weg? Ja, es liegt noch da. Ich gehe jetzt dahin. Ah, okay. Und. So, jetzt nochmal. Achso, ja, genau. Scheiße. Ah, fuck, ey. Oh. Ja, gut, dass das nicht ganz weit weg war. Mhm. Das ist das Gute, da kann ich noch schnell hinrennen. Und da hinten sehe ich schon. Wo bist du denn gespawnt? Wieder im Haus doch. Achso, dann, achso, ja, klar. So, meine Sachen habe ich wieder. Zwar nicht weit weg, das war kurz da. Mhm. Deshalb war das das Gute. Okay. Ja. Ich habe voll Verständnis dafür. Lava, wo bist du? Oder wo war nochmal die Lava, ey? I don't know. I don't know. Okay, calm down. Genau. Calm down. Ah, boy. Calm down. No. Calm down. Oh. Oh, no. Ah, da war das Lava. Fuck you. Genau. No. Fuck. Bullshit. Fuck oh you. Shit. Oh my god. Oh that's, my god. That's oh so fucking what is it? Bullshit. Oh my god. Oh, jetzt habe ich einen Einblick. Scheiße. Wir haben echt hier in der Gegend, muss ich sagen, nicht viel, was man looten kann. Höhlen und sowas halt ist nicht. Das stimmt. Aber da müssen wir echt weit weg. Und es wird Nacht. Nacht. Und das heißt, ich kämpfe mich wieder durch. Da ich jetzt wieder keine Leben habe. In der Straße. Also, ja, keine Dings, das hier Punkte, ne? Ich hab 5. 5? Ja. Und ich komme nachher mal zu dir. Und dann will ich mal meine Rüstung. Ich habe jetzt auch Eisenrüstung. Ja, okay. Eis. Ja, kannst du machen. Ja. Und dann kannst du es verzaubern. Wie viel? 5 Level, ja. Gibt's klar. Auch Silber? Nee, ne? Nein, Eisen. Nein! Fuck! Alter, schon wieder ein Creeper bei mir drin hier. Hast du nie ausgeleuchtet oder was? Ja, sicher habe ich das ausgeleuchtet. Boah, hat der hier Damage wieder gemacht, ey. Meine Güte, ey. Ich komme so die Treppen hoch aus dem Keller, also halt aus dem Lavakeller. Oh, und auf einmal steht da so ein Ding, ey. Boah, kack die Wand an, ey. Oh, seid ihr alle wach? Das war aber auch ein lauter Schrei. Ja, das war voll überraschend. Ja, ne? Voll normal, ne? Voll normal. Mensch, ne. Ne. Boah. Nein! Oh, fuck. Warum geht das denn, hä? Breitet sich so Lava aus? Lava breitet sich aus, ja. Wenn das aber auch fließt. Also ja. Halt, drei, also... Ja. Ein Block fließt. Scheiße. Ja. Dann hol ich sie mal wieder rein. Nicht bedacht. Oh, Skelett. Jetzt hole ich meine Punkte wieder, du Sau, ey. Du Sau.
Oh, Zombie. Oh, wenn jetzt jemand kommt hier, der kann mich töten. Du fliegst da nicht rein. Danke. Ah, sehr schön. Ach, diese... Kannst du den nicht mal aufstellen hier? Scheiße, das geht nicht, ey. Kacke, warum geht das denn nicht? Weißt du, ich will was richtig Geiles machen. Aber irgendwie klappt das. Nein! Nein, ich bin tot! Nein! Alter! Oh, ich komme hier nicht mehr raus! Nee. So wird das eigentlich nicht angezeigt. Was denn? Ingo Viva Verbrannte steht da nicht, glaube ich. Was denn? Da steht eigentlich Ingo Viva Schwamm in Lava. Oh, Kacke! Oh, kack die Wand an, ey. Naja. Oh, ich will meine Sachen wieder holen, ey. Ja, du bist nicht gestorben, du Sack. Doch! Nee. Doch! Ingo, man, das ist, glaube ich, nicht Ingo Viva Verbrannte. Ich bin aber gestorben. Hm. So, was wollte ich jetzt? Das wollte ich abtun. Ja, das wollte ich wegtun erstmal. Ja, man soll nicht mit Feuer spielen. Fick dich doch. Oh, jetzt muss ich erstmal ganz schnell hier unten hin. Hm. Ja, meine Klamotten noch? Ja. Einfach runterfallen lassen, oder? Oh, ich hab alles. 50 Merkmale für zu viel Counter-Strike. Erstens, man verlässt die Wohnung nur durch den Lüftungsschacht. Zweitens, man betritt seine Wohnung nicht, bevor man eine Flashbang durch die Tür geschmissen hat. Drittens ist das dann. Bei jedem Klicken, das man hört, springt man in Deckung, da könnte ja ein Sniper sein. Ne? Mhm. Da gibt es noch viele mehr, das sind 50 Dinge. Die schaffe ich jetzt aber alle nicht. Ne? Aber nachher vielleicht. Das stimmt. Sind hier noch Monster? Ah, ich will unbedingt die Lava hier reinmachen. Friedlich im Moment hier alles. Ey, das ist ja heftig. Bei mir nicht. Ich hatte das noch nie so friedlich hier. Also bei mir nicht. Aber ich suche ja schon die ganze Zeit die Gegner. Anstatt dass die mich suchen. Also bei mir nicht. Ja, dass mir jetzt... Hallo, nee. Da! Assassine! Ich hab deinen Freund getötet, du Schwein. So, jetzt aber. So. So Level 6 schon wieder. Versuch ich's gleich nochmal. Hast du gehört? Ich bin Level 2. Das ist gar nicht so einfach, ey, mit Lava hier was zu machen. Wo hab ich denn jetzt Essen? Da. Was willst du denn machen? Ah, willst du... Ich weiß, was du machen willst, aber... Ja, es ist schon ein bisschen schwieriger manchmal, ne? Ein bisschen? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Oh, Ingmar. Mensch, ne, damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet, du. Nee, aber ja nicht, ne? Aber überhaupt nicht. Oh, wie sieht's mit meinem Feld aus?
Was gibt's denn noch? 50 Ding-Merkmale zu viel von zu viel Counter-Strike. Jeder, der auf öffentlichen Toiletten länger als eine Minute braucht, wird sofort als Camper beschimpft. Okay. Der ist okay. Noch eine. In Uni supft und zerrt man an den Profs, also Professoren, rum und brabbelt was von Rescue Point und Kohle. Bis die Profis verwirrt gegen Wände laufen. Ja. Guter Witz. Der war nicht witzig, der war scheiße. Ja, es sind keine Witze diesmal, das sind glaube ich jetzt mehr so Counter-Strike-Sachen. Ja. Nach dem Aufwachen versuchst du zwanghaft Waffen zu kaufen. Man stirbt etwa 20 Mal am Tag. Man redet in der Arbeit bzw. Schule nur über Waffen, wenn du morgens das Haus verlässt. Startest du mit den Worten Go, Go, Go. Okay. Also wenn du morgen das Haus verlässt, startest du mit den Worten Go. Ja, genau. Das ist ungefähr so. Go, 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 Go. Ja. Jedes Mal, wenn du deinen Chef begegnest, rutscht du rutscht dir ein Enemy spotted raus. Ach so, man sagt das dann. Ah. Keine Ahnung, hey. Wenn man es eilig hat, rennt man nur noch mit einem Messer durch die Gegend. Ich wollte gerade sagen, mit Matt. Ja, da habe ich es auch mit eilig. was habe ich denn noch? Beim Zocken übers Internet ruft man automatisch Hammer, kick mal einen, wenn schon voll ist. Mhm. Ja, toll. Das ruft man, ne, wenn es voll ist. Ja. Die kriege ich noch. So. Wie lange hast du eigentlich jetzt noch mit aufnehmen? Eine Minute. Ungefähr noch. Gut, dann bringe ich mal meine Eimer schon mal rein, dann komme ich gleich zu dir. Bei mir bei. Ja, das andere kann ich auch nächstes Mal noch weitermachen. Das ist eine lange Aufgabe, die ich hier noch mache mit Lava. Okay. Oh, mein Pferd vielleicht schon. Mein Feld mal kurz abflügen. Das kann ich schon mal ein bisschen mit reinnehmen, weil ich will jetzt irgendwann das vordere Haus, was ich mal hatte, oder was ich noch immer habe, will ich so langsam abreißen. Weil das stört ein bisschen. Mhm. Ja, das brauche ich, also ich brauche es unbedingt nicht. Ne? Weißt du ja. Kennst du ja, weißt du ja. Mhm. Du kleine Schmirgelpapierratte, du. Du Zundelmenschen. Ich hab auch einen Scheiß, ey. So, jetzt das noch. Mhm. Also meine Aufnahme ist dieses Mal mit was. Oh so. Nächstes Mal sehen wir uns wieder bei irgendwie was ich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.